Da, wo normalerweise Gemeinderatssitzungen über die Bühne gehen, lud die Stadtgemeinde Bruck zum letzten Wirtschaftsfrühstück im Jahr 2017. Wenn man so in die Runde schaut, dann ist wirklich in Wirklichkeit sind sozusagen so Bereiche aus allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen und sozialpolitischen Bereichen und Ebenen, die eine Stadt ausmachen heute hier. Hinausgehen, netzwerken. Das ist auch für eine Stadtgemeinde von großer Bedeutung. Immerhin ist man Dienstleister und Dienstgeber von mehreren hunderten Mitarbeitern. Wir bewegen schon einiges. Wir haben gemeinsam mit unserer Tochter der Stadtwerke so ein Budgetvolumen von ungefähr 60 Millionen Euro und so an die 400 Mitarbeiter, haben ein Vermögen von den Straßen über den Forst, über die Wohnhäuser, die wir bewirtschaften, wo wir durchaus auch unternehmerisch tätig sind. Wir sind eine Organisation, bemühen uns um Kundennähe und können da auch von der Wirtschaft einiges lernen. Und für die Unternehmer ist es ebenso interessant, Informationen rund um die Wirtschaftsregion Bruck-Kapfenberg-Leoben aus erster Hand zu erfahren. Die Gemeinden haben ja letztlich die Aufgabe zu kommunizieren und haben auch die Aufgabe, die Menschen miteinander zu bringen. Und daher macht sich das immer breiter jetzt. Wir sind auch in Kindberg mittlerweile, wo auch von der Gemeinde aus die ganze Situation gestaltet wird. Der Informationsfluss betraf hauptsächlich die Zukunft der Stadt Bruck an der Mur. Und da sind sich alle Verantwortlichen einig. Sie wird herausfordernd, aber gemeinsam ist sie zu bewältigen.